Mahlzeit, Leute. Und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute versuche ich beim Schneefall, so wie man hier vielleicht sieht, an den Teich zu kommen. Und ob ich das schaffe, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß und let's go. So, erstmal bin ich auf dem Weg zur Halle, weil ich brauche einen Akkuschrauber, um den Grill aus der Outdoor-Küche rauszubauen. Weil in der Outdoor-Küche braucht den Grill bei dem Wetter kein Mensch. Und ich möchte für den Grillfleischautomat morgen Muster machen. Sprich, ein bisschen mit Marinaden und Gewürze rumspielen. Und deswegen wollte ich den Grill ganz gerne da wegholen. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich das schaffe. Wenn ich es nicht schaffe, wird es ein sehr kurzes Video. Ich muss dazu sagen, gestern hat es ja schon den ganzen Tag geschneit. Also heute ist Montag, Sonntag hat es ja die ganze Nacht geschneit. Mit dem Touareg funktioniert das richtig, richtig gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ich bin nicht einmal stecken geblieben. Ich habe gestern 4 Autos bei uns aus dem Kreisverkehr rausgezogen. Also das funktioniert tip, tip, top, top. Das macht richtig, richtig Bock. Deswegen meine ich auch, dass ich an den Teich ankomme. Aber zum Teich hin ist noch mal eine andere Nummer, weil das ist sehr weit außerhalb. Ich werde wahrscheinlich nicht bis an den Teich kommen, aber ich hoffe, dass ich wenigstens auf diesen Waldweg davor komme. Und ob ich das schaffe, sehen wir jetzt gleich. Jetzt hole ich erstmal einen Akkuschrauber und dann geht's weiter. So, ab jetzt, die Straße ist noch so lala, aber hier hinten fährt eigentlich außer Bauern keiner mehr hin. Die meisten, die Landstraße hier benutzen, die biegen alle da hinten immer ab. Und ich bin gerade auch in so einem Konvoi gefahren mit 6, 7 Leuten und ich bin der Einzige, der gerade ausgefahren ist. Ich sage, ich kann mal eben zeigen. Noch sieht es ganz okay aus. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich bis oben zum Teich komme, sondern dass ich unten an der Hauptstraße parken muss. Ich bin ja nicht so der, der immer Winterklamotten trägt. Ich habe gerade aktuell meine Winterjacke an. Ich besitze sowas nicht. Aber ich habe mich vorbereitet. Ich habe 2 Paar Socken angezogen. Mir kann nichts passieren. So, ich hoffe, man sieht das. Da muss ich hoch. Da hinten ist der Teich. Hier ist die Hauptstraße. Ich versuche jetzt rückwärts da reinzufahren. Weil hier auf der Hauptstraße kann ich auch nicht stehen bleiben. Da ist heute auf jeden Fall schon der Trecker durchgefahren. Mal gucken, wie weit ich komme. Zur Not habe ich eine Schippe mit. Sieht man das? Viel Platz ist da nicht mehr. Hoch zum Auto. Ich habe jetzt hier mitten auf der Straße geparkt. Mit einem Akkuschrauber mit. Schon irgendwie spooky. Hier ist sonst eine Hauptstraße. Hier ist einfach niemand. Und hier geht es halt zum Teich. Hier ist zwar heute schon irgendwie der Bauer oder so lang gefahren. Aber sieht man das? Ich sag mal, wer weiß, wie groß so ein Akkuschrauber ist. Hier bin ich gerade mit dem Touareg drin gewesen. Das geht. Ach du Scheiße. Guck mal, wie tief ich hier drin stehe in der Motke. Ah, hier wäre ich niemals mit dem Touareg reingekommen. Auf jeden Fall bin ich jetzt am Teich. Und ich glaube, ich sehe schon, dass die Autoküche im Arsch ist. Boah, ich bin schon wieder so genervt, ne? Jetzt erstmal das Schloss eingefroren. Hätte das Schloss jetzt nach Ewigkeiten aufgekriegt, kriegt das Tor nicht auf. Wäre ich nicht so fett, würde ich hier durchpassen. So, ich bin drin, bin drüber gesprungen. Der ganze Teich ist gefroren. Guckt euch an, wie geil das hier aussieht. Guck mal hier. Mega, mega, mega. Guck mal, der ganze Teich. Eine dicke Eisschicht. Ja, ein bisschen braun, das Eis. Aber wahrscheinlich lecker, wenn man dran leckt. Oh, mein Sonnensegel hat auf jeden Fall nachgegeben. Hier ist die Brücke. Oh, man sieht nichts von. Alter, ist das heftig. Oh ja, meine Autoküche ist am Arsch. Guck mal, das Sonnensegel. Das seht ihr schon mal. Und jetzt pass auf. Nicht erschrecken. Dödüm. Alles am Arsch. Da oben meine Lampen. Aber komplett. Ja gut. Das konnte nicht halten. Naja, wie kriege ich den Grill da raus? Dafür bin ich hier. Und ich muss den Grill wahrscheinlich auch übers Tor schmeißen. Und meinen fetten Arsch muss ich da auch wieder drüber kriegen. So, den Grill habe ich hier unten. Ich kann das einmal zeigen. Das war ja relativ einfach gebaut. Da waren jetzt irgendwie 15 Schrauben drin. Ja, und hier saß der Grill drin. Und da ist alles runtergekommen, ne? Ich gehe davon aus, weil die Leine ist richtig stramm, dass auf das Sonnensegel so viel Druck drauf kam. Und weil das über diesem Dach drüber lief, dass... Ja, dass das einfach irgendwann nachgegeben hat.
Und dann ist der ganze viereckige Rahmen hier oben komplett auseinandergesprengt. Kann man alles wieder reparieren. Ist ja auch alles nicht für die Ewigkeit gebaut. Auf jeden Fall war gut, dass ich zwei Paar Socken angezogen habe, weil das zweite Paar Socken ist jetzt erst durch. Ach du Scheiße, guck dir das an. Bei meinem Glück kriege ich das noch volles Rohr auf die Schnauze. Abflug Richtung Auto. Wahrscheinlich, wenn gleich ein Auto vorbeikommt und mich sieht mit dem Grill in der Hand, meinen die auch, ich wäre selten doof. Aber egal, wir müssen Grillfleisch machen. Schreibt mal irgendwie in die Kommentare, ob ihr Bock hättet auf so Daily Vlogs. Eigentlich ist es ganz cool, du packst die Kamera ein, machst irgend so einen Scheiß, so wie jetzt, hast ein Video. Ihr könnt euch das angucken, schön von zu Hause auf dem Sofa, Heizung an, während ich hier mein Leben riskiere. Würde mich mal interessieren, ob ihr Bock drauf habt. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Kennt ihr das? Wenn die Finger so kalt sind, dass du meinst, deine Fingernägel brechen jeden Moment ab. So kalt ist mir. Mega. Jetzt noch Platz im Kofferraum hätte, wäre es noch besser. Schnell den Grill hier. Fuck, passt hier nicht rein. Stehen bleiben. Ich habe noch eine Schippe mitgenommen. Hätte mich selbst ausgraben können. Soll ja keiner sagen, ich wäre nicht vorbereitet. Aber ich habe keinen Platz. Junge, mein Kofferraum schwimmt jetzt schon, nur weil ich einmal eben mit der Schaufel mein Hallentor freigraben musste. So, ich bin wieder auf dem Rückweg, bin bis zu den Waden nass. Für heute soll es das auf jeden Fall gewesen sein, es sei denn, ich fahre mich gleich noch fest, aber normalerweise bin ich guter Dinge, dass ich da vernünftig durchkomme. Ja, ich konnte jetzt leider nicht mehr vom Teich zeigen, weil es, ja, ich hatte jetzt ein bisschen Schiss, dass das Auto, die Batterie leer ist, ich mir da den Arsch noch breche, keine Ahnung. Akkuschrauber wieder mitgenommen? Ja, der Akkuschrauber liegt im Grill. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, hätte ich gerne mehr vom Teich gezeigt, aber ja, ich stand da bis zu den Waden im Schnee, hatte ich jetzt auch keinen Bock mehr, da den Tod zu holen. Ich bin seit 5 Kilometern am Überlegen, was das für ein Geräusch im Kofferraum ist. Dann dachte ich, okay, vielleicht ist das Akku kaputt vom Akkuschrauber. Bis ich jetzt gerade gemerkt habe, der Akkuschrauber ist runtergefallen, liegt auf dem Knopf und der Motor dreht sich jetzt und ich kann nicht anhalten. Jetzt fahre ich hier mit laufendem Akkuschrauber im Kofferraum. Lasst gerne ein Like da, schreibt was Nettes in die Kommentare und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche und ciao.